ihr wollt auch so einen tollen Rasen haben, dann gibt es eine wichtige Pflegemaßnahme, die ihr regelmäßig tun solltet. Wenn es euch interessiert, welche das ist, dann einfach dranbleiben. Ja, hallo liebe Rasenfreunde, jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist denn diese wichtige Pflegemaßnahme? Ich habe sie in meinem Rücken versteckt, ihr kennt sie wahrscheinlich alle, aber nicht jeder tut es. Es ist das Rasenlüften. Das ist eine Lüfterkassette. Jeder von euch hat einen Vertikutierer daheim und bei, sagen wir mal, 90% aller Vertikutierer gibt es eine Lüfterkassette, die ist auch dabei. Vielleicht habt ihr die noch nie verwendet, vielleicht manche verwenden sie regelmäßig. Diese hat solche Krallen. Und man kann die Vertikutiererkassette ganz einfach wechseln und dann setzt man diese Lüfterkassette ein. Und warum das Lüften jetzt so wichtig ist für einen gesunden, gepflegten Rasen, das erkläre ich euch jetzt. Zum Anfang, was ist denn das Lüften? Das Lüften ist wie das Kämmen des Rasens. Viele sagen auch, oder ich sage es auch öfters, das Pflegendere als das Vertikutieren. Eine pflegende Maßnahme als Vertikutieren. Vertikutieren sind ja die Messer, da reißt ihr richtig den Rasen auf. Das heißt, wenn ihr stark verfilzten Boden habt, dann müsst ihr vertikutieren. Aber damit wir den Boden gar nicht so verfilzen, nur dass sich sehr viel Filz bildet, dafür ist das Lüften gut, regelmäßig lüften. Was ist das Lüften? Das sind solche Krallen. Und diese Krallen, die sind flexibel. Hier ist auch eine Feder dran. Das biegt sich ein bisschen. Und das Lüften ist einfach den Boden kämmen. Das bedeutet, die Grasnarbe muss Luft bekommen. Das bedeutet, wir kämmen die Ungräser. Wir holen auch noch ein bisschen Filz, kaputtes Gras nach oben. Das heißt, wir kratzen nicht am Boden wie beim Vertikutieren. Wir schlitzen nicht den Boden, sondern wir nehmen nur das alte, kaputte Gras nach oben. Und für was ist es wichtig? Damit ihr einen gesunden Rasen habt oder auch bekommt, müsst ihr lüften. Dieses Lüften, das beugt vor, damit ihr regelmäßig den Filz entfernt oder dass gar kein Filz sich bildet. Und wir nehmen diese ganzen querliegenden Halme nach oben. Zum Beispiel auch die Poanoa. Die wurzelt ja sehr flach, aber hat sehr viele querliegende Halme. Und darum, diese holen wir alle nach oben, auch viele andere Ungräser, dass die Grasnarbe, der Boden wieder, jetzt kommt, Luft bekommt. Luft ist wichtig, Luft muss an den Boden, er muss auch in den Boden. Das machen wir durch Aerifizieren, Löcher rein, aber das ist nicht heute das Thema. Sondern hier geht es wirklich die Grasnarbe. Richtig schön alles nach oben nehmen, dass die Grasnarbe Luft bekommt. Und damit dann sich auch kein Filz bildet. Auch wenn ihr Rasenroboter habt, der regelmäßig fährt, da wird ja wie gemulcht. Das heißt, dieser ganze kleine Grasschnitt bleibt ja liegen. Das ist super wie ein Dünger, aber manchmal führt es auch zum Filz. Und darum ist Lüften regelmäßig wichtig, damit ihr das Ganze nach oben nimmt. Und wie oft sollte man lüften? Es reicht alle 5, 6 vielleicht auch 8 Wochen, das müsst ihr mal gucken, abhängig von eurem Rasen. Also alle 6 bis 8 Wochen würde ich einmal lüften und dann habt ihr keine Probleme mehr, dass ihr vertikutieren müsst. Weil Lüften ist einfach die schonendere Maßnahme. Und auch ein Vorteil, ihr wisst ja, ich sage immer, nicht einmal im Jahr düngen, im Frühling und dann erst wieder im Herbst, sondern regelmäßig düngen. Und wenn ihr das Ganze zum Beispiel alle 6 bis 8 Wochen lüftet, dann könnt ihr auch immer zur gleichen Zeit nach dem Lüften, dann ist die Grasnarbe befreit. Er schaut ein bisschen löchrig aus, das werdet ihr dann sehen, aber nicht schlimm. Und dann könnt ihr auch wieder düngen. Also jedes Mal, wenn ihr lüftet, könnt ihr auch anschließend düngen, dann bekommt der Rasen regelmäßig Nährstoffe und er schaut wieder richtig schön grün aus. Und dieses Lüften, was ich vorhin vergessen habe, ihr nehmt dieses ganze kaputte, alte Gras, habe ich ja schon erwähnt, Filz, alles nach oben und darum hat die Grasnarbe, das ist wichtig, Luft. Der Boden und an die Grasnarbe muss Luft hinkommen. Was es aber zu beachten gibt, bevor wir lüften, ist es Mähen. Wir sollten den Rasen erst einmal
kürzer wie vielleicht sonst mähen. Wir werden hier auf zwischen 2,5 und 3,5 cm in mähen. Warum ist es wichtig? Weil wenn ihr ihn so hoch lasst, dann durch dieses Kämmen des Rasens, durch das Lüften, dann werdet ihr auch guten Rasen und gutes Gras abreißen, weil er einfach zu hoch ist. Darum sollte man ihn erstmal wirklich mähen, ziemlich tief, und anschließend sollten wir ihn lüften. Als erstes werden wir jetzt mähen und danach schauen wir das Ergebnis nach dem Lüften an. So, jetzt haben wir gemäht. Ihr seht, hier ist es ein bisschen grüner. Ich habe jetzt auf 3,5, ich wollte es nicht ganz zu tief. Aber man sieht hier wirklich, hier kommt auch wirklich ein bisschen altes Gras zum Vorschein. Das sieht man hier zum Beispiel, ist ein bisschen kaputt. Hier ist der Boden wirklich sehr trocken. Hier muss man unbedingt jetzt mal gießen. Aber genau dieses bisschen kaputte Gras hier, weil wenn ich nach unten schaue, ich sehe hier Erde, hier ist nicht verfilzt. Aber genau dieses kaputte Gras holen wir jetzt durch das Kämmen wieder schön nach oben, dass die Grasnarbe wieder Luft bekommt und dass dieses wirklich abgestorbene Gras weg ist. Und beim Lüfter, bitte beachtet, stellt ihn nicht zu tief. Wir wollen jetzt nicht das alles rausreißen, fast wie vertikutieren, dass wir das unten die Grasnarbe zerstören. Nein, dieser Vertikutierer, was ihr gleich hier seht, oder Lüfter, der ist stufenlos, kann man den Höhen verstellen. Wenn ihr einen anderen habt, wo ihr 3-4 Stufen habt, dann fahrt erst einmal mit der höchsten Stufe durch. Guckt mal, ob ihr das Gras ein bisschen hochholt. Wenn nicht, passt euch ein bisschen an, geht immer eine Stufe tiefer. Aber nicht von Anfang an gleich die tiefste Stufe, sonst habt ihr einen zerstörten Rasen. So, jetzt werden wir erst einmal lüften und dann schauen wir mal das Ergebnis nochmal an. So, ich bin jetzt nur mal 2-3 Meter gefahren. Jetzt schaut euch das mal an. Man sieht hier zum Beispiel, hat ein bisschen was gelassen. Wenn man mal näher kommt, wie er jetzt hier schön im Vergleich zu dem hier das Ganze gestellt hat. Und man sieht hier, hier ist der Boden. Also einfach, er holt diese querliegenden Ungräser sowie altes, kaputtes Gras, abgestorbenes Gras, nach oben. Darum nicht zu tief, weil wir wollen das nicht ganz zerreißen, sondern wir wollen wirklich nur die Grasnarbe wieder befreien und dass Luft hinkommt. Und jetzt machen wir die ganze Fläche mal durch. Man sieht, ich bin noch mal stehen geblieben, wie schön die ganzen Gräser, wo man eigentlich so quer liegen, wie der dieses Lüften, die einfach noch mal hochholt. Das sieht man, ich habe vorhin gemäht, aber wie hoch die sind. Und darum ist eigentlich Lüften, um die Grasnarbe zu befreien, eigentlich, nicht eigentlich, ist sehr wichtig. Da sieht man genau diese Stängel, genau dafür tun wir es. Das ist auch zum Beispiel, auch wenn auch Poanoa drin ist im Rasen, aber genau das holen wir jetzt raus. Schaut an, schaut euch das an, wie die quer liegen, und die holen wir. Ihr könnt natürlich beim Lüften, könnt ihr auch nochmal auch quer fahren, also längsweise und quer, wie beim Vertikutieren. Dann holt ihr wirklich alle, die irgendwie liegen, holen wir alle zum Vorschein.
So, jetzt haben wir wirklich alles gelüftet. Jetzt schaut es ein bisschen zerzupft aus, aber das ist nicht schlimm. Der Rasen, es ist tolles Wetter, es ist warm, es ist über 20 Grad die nächsten Tage. Der kommt schon wieder und wir düngen ja noch. Das heißt, jetzt diese ganzen, was ich euch vorhin gezeigt habe, querliegenden Halme, wo so abstehen, nach oben jetzt stehen, die werden wir jetzt mit dem Rasenmäher mähen, dass man die nochmal, das ist ja der Sinn und Zweck, wir nehmen die querliegenden Halme nach oben und dann fahren wir mit dem Rasenmäher drüber und mähen diese, dass der Boden frei wird, lüften kann, also dass die Gras dann belüftet wird, weil wenn wir nichts tun, dauert es nicht lange und diese querliegenden Halme gehen wieder nach unten und besiedeln wieder den Boden. Also, erst einmal mähen. So, und schon hat der Boden wieder Luft. Ich habe jetzt noch mal gemäht, die ganzen querliegenden Halme und noch das kaputte Gras und abgestorbene Gras habe ich noch mal aufgesaugt mit dem Rasenmäher. Ihr wisst ja, dient wie als Staubsauger. Er schaut natürlich jetzt vielleicht nicht ganz so schön aus wie vorher, aber warum? Weil wir ihn kürzer gemäht haben als sonst. Wichtig ist natürlich beim Mähen, wenn ihr so eine Aktion vorhabt, schaut bitte nicht, wenn euer Rasen 5 cm hoch ist, dass ihr dann gleich auf 2,5. Beachtet bitte die 1/3-Regel. Mäht ihn heute 1/3 runter, wenn ihr sagt, ihr habt in ein paar Tagen das vor, und dann in 3-4 Tagen mäht ihn nochmal 1/3 runter. Passt die Stufe bitte an. Nicht gleich von heute auf morgen radikal runter. Und dann haben wir gelüftet und jetzt der Boden wieder frei. Und ich verspreche euch, in 1-2 Wochen strahlt er wieder in einem perfekten Grün. Aber ich habe ja gesagt, wir düngen ihn noch. Jetzt ist die Grasnarbe befreit, jetzt kann der Dünger schön dahin gehen. Aber ihr wisst ja, ich habe gesagt, oder ich sage es ja immer, wir düngen nicht am gleichen Tag. Wir haben ihn jetzt strapaziert, wir haben ihn jetzt gemäht. Und wenn wir sehr stickstoffhaltig düngen am gleichen Tag und es ist auch sehr warm, dann haften die kleinen Düngerkörnchen am Schnitt. Und dann kann das zu leichten Verbrennungen führen. Und darum lassen wir ihn jetzt erst einmal so. Und jetzt wässern wir ihn richtig gut, weil die Gnasnarbe ist offen. Jetzt kann noch besser das Wasser eindringen, weil der Filz ist jetzt nicht mehr da und dieses abgestorbene Gras auch nicht mehr. Das heißt, das Wasser geht schön tief an die Wurzeln. Und morgen oder übermorgen, mal gucken, wann ich Zeit habe, werden wir hier düngen. So, liebe Rasenfreunde. Das habe ich mir hier im Schatten ein bisschen bequem gemacht. Also, wenn ihr diese Pflegemaßnahme regelmäßig durchführt, dann habt ihr wirklich viel, viel weniger Stress. Ihr müsst weniger vertikutieren, ihr habt weniger Filz, ihr habt weniger kaputtes Gras. Macht diese Pflegemaßnahme regelmäßig und ihr habt einfach einen schöneren Rasen. So, liebe Rasenfreunde, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr Fragen habt zum Thema Lüften, oder vertikutieren oder sonstige Themen, schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mir E-Mail. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video teilt, wenn ihr ein Like da lasst und natürlich den Kanal abonniert. Also, liebe Rasenfreunde, macht's gut, bis nächste Woche. Euer Grün ist schön.